ein schrecklicher Verlust. Das Schiff wird's nicht mehr lange machen. Der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Wir haben die Queen Semiramis durchsucht. Ich glaube, ich weiß, wo das Labor liegt. Wir machen uns auf den Weg. Gut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Jessica, kommst du mit? Ja. Tja, ein freundschaftlicher Partnertausch sollte uns auf Trab halten. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus, ihr verschafft uns Zeit. Okay. Jill, die geht überall, sogar unter Wasser. Das sollte die Dinge aufhalten. Danke, Chris. Ach ja, ich habe die möglichen Standorte für das Labor markiert. Er versteht's einfach nicht. Was für ein Langweiler. Vielleicht ist er vergeben, Jessica. Ja, das kann natürlich sein. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Ja, direkt mit dem Video gestartet und schauen wir mal, was wir hier so haben. So, angeblich haben wir irgendwie was markiert. Die möglichen Standorte. Ich schaue gerade auf der Karte. Und ich sehe gar nichts. Okay, naja dann. Dann schauen wir mal, was die von uns wollen. Ja, zum Labor. Gut, jetzt wird es mir auf der Karte wo angezeigt. Ne, wir müssen doch runter. Wir müssen doch runter. Ich hatte eigentlich gehofft, dass uns das ausbleibt. Also, dass wir das nicht müssen. Aber na gut. Dann ist das halt so. Hätte ich mir vielleicht dieses... Achso, jetzt weiß ich, was ich unter Wasser benutzen kann. Das sind wohl irgendwie Granaten oder sowas. Oh Mann, es nervt. Es nervt wirklich. So, oh, schon wieder falsch. Komm. Ah. Da. Ja, Impulsgranate. Achso. Macht sie nicht. Habe ich eher gedrückt. So, raus da wieder. Und hier hoch, nehme ich an. Dann sind wir schon in der Nähe eines möglichen Standorts. Durch den Kielraum geht's zum Labor. Vorsicht! Im Wasser wimmelt es vor Infizierten. Verstanden. Muss ich denn dafür ins Wasser? Es sieht nicht danach aus. Oder doch? Ja, muss ich. Ah, er zeigt mir an, dass ich hier rein soll. Na dann runter da. Ich bin begeistert. Warum muss ich hin? Da ist der Weg. Oh, der ist falsch. Wir müssen da hinten hin. Geht die Tür aufgehen? Wird die Tür aufgehen? Ja. Cool. Oh, ich liebe es, wenn sowas mal klappt. Einfach durchgehen und so. Das ist, ja, das ist so herrlich. Aber was überhaupt nicht herrlich ist, ist meine Energie. Oder beziehungsweise meine Luft. Ich habe das Gefühl, die geht mir aus. Ja. Ja, und natürlich er wieder. Oder ist das eine Sie? Sieht für mich irgendwie nach einer Frau aus. So, wir brauchen Luft. Kriegen wir aber nicht. Ja, machen wir in dem Fall. Qualvoll verrecken, wa? Ja, sieht so aus. Komm, komm. Hier jetzt eventuell mal. Atmen, atmen, uch! Oh. Das war eng. Das war mal richtig eng. So, hier unten geht's wieder weiter. Hier soll's angeblich weitergehen. Das war ja gar nicht zu
vermuten, dass diese Tür klemmt. Und es gibt noch eine zweite. Wenn ich zu der hinkommen würde. Das gestaltet sich wieder schwieriger als gedacht. Okay, hier einmal kurz Luft holen. Puh. Nee, hier kann ich nicht lang. Deswegen auch die Leiter. Okay. Ich habe mich schon... Ich dachte erst kurz darüber nach, ob ich die Leiter nicht sofort nehmen soll. Nicht, Jill. Das war nicht gedacht. Du sollst die Leiter benutzen. Ja, ich dachte... Oh, mein Gott. Oh, das macht sauer. Das macht ein bisschen sauer und verdirbt einen die Stimmung. Oh. Das Labor ist gleich davor. Da war doch ein komisches Geräusch. Aber gut, soll nicht stören. Kümmern wir uns lieber um das Labor. Da wird sowieso bestimmt irgendwas Schlimmes passieren. Bossgegner, ich denke Boss, ja. Tendenz geht da doch hin, oder? Tendenz geht auch Richtung Atmen. Ja. Ist er da gerade hoch? Das sah für mich so aus, als wäre er da hochgegangen. Ja. Jill, versuch's damit. Dreizack-Schlüssel. Der Schlüssel war auf der Semiramis. Wenn die Schäden auch gleich sind, ist das Labor da lang. Wo lang? Achso, jetzt kann ich ihn benutzen, nachdem er da weggegangen ist. Oh mein Gott, wir haben Angst, wir haben Angst. Das wird nicht gut ausgehen, Leute. Das wird nicht gut ausgehen. Ach, bestimmt ist das erstmal das falsche Labor. Ja, bestimmt. Und dann, danach wird es erst schlimm. Weil das sieht mir doch schon sehr labormäßig aus. Da ist ein Schloss an der Tür. Okay. Moment, kann ich das hier vielleicht doch mal kontrollieren? Das sieht nach einem Erkennungssystem für Fingerabdrücke aus. Wir brauchen also einen Finger an der Hand oder sonst was. Ach, hier ist gar kein Fenster. Ich dachte gerade, hier sollte ich mich bestimmt erschrecken. Naja, dann nicht. Kann ich hier was machen? Da war doch gerade... Wurde mir gerade ganz kurz... Ah, da ist was zum Lesen. Erforschung des Tiefseevirus. Oh, das ist viel. Okay. Während ihrer vierten Expedition im Kermadec-Graben forschte die Marineuniversität von Montpellier mit einem unbemannten U-Boot. In einer Tiefe von 9000 Metern wurde auf eine neue Super-Raubfischart entdeckt. Die Tiefsee hat einen einzigartigen Einfluss auf lebende Organismen, aber diese Kreatur zeigt neben der Resistenz gegen den hohen Druck eine unglaubliche Beweglichkeit und Wildheit, die für derartige Tiefen sehr ungewöhnlich ist. Bei der Untersuchung des Fisches stellten wir überraschenderweise fest, dass diese einzigartigen Merkmale nicht auf dem den Fischen eigenen biologischen Design basierten, sondern einem Virus zuzuschreiben waren. Aufgrund der unfassbaren Natur des Virus gaben wir ihm den Namen Abyss. Wir werden es weiter erforschen. Wir müssen herausfinden, warum es aus den großen Fett- und Wasserreserven eines Tiefseefischs, die dem Hochdruck, dem knappen Sauerstoff und den kühlen Temperaturen der Tiefe angepasst sind, in dichten Knochen- und Muskelstrukturen umwandelt, die bei den Organismen der Tiefsee sonst so nicht existieren. Wenn wir eine funktionierende BOW entwickeln könnten, bringen wir die Forschung auf diesem Gebiet um Lichtjahre voran. Wir weisen darauf hin, dass das Virus in 99,7% aller Fälle durch Blut übertragen wird. In seltenen Fällen infizieren sich die Testpersonen nicht, wenn sie das Virus oral aufnehmen, möglicherweise aufgrund der damit einhergehenden Verdünnung. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um das Virus zu verbessern und werden dafür unsere Anstrengungen erneut verdoppeln. Der Rest ist unlesbar. Macht nichts. Ich glaube, ich scanne mal ein bisschen was, wa? Schauen wir mal, was haben wir denn da? Wir wollen ja nichts verpassen. Wir wollen ja nichts verpassen. Ich habe ja sowieso jetzt gerade das Scannen so ein bisschen vernachlässigt. Okay, soll noch was sein. Einfach schon aufgrund... ja, ich war halt unter Wasser, ne? Soll ich da groß scannen? Was haben wir da?
der muss hier sein. So, rüber da. Hä? Was haben wir denn da gescannt? Heute. Was haben wir? Das war doch nix. Keine Ahnung. Was soll ich denn dann hier? Dann sind wir hier durch. Meines Erachtens nach. Müssen wir hier rein. Das ist ein Schloss an der Tür, ja. Fingerabdrücke. Ach, vielleicht kann ich ja hier irgendwie... Ja. Bringt mir herzlich wenig. Ah, schauen wir hier noch ein bisschen rum. Aber das dürfte nicht relevant sein, dass ich was scanne. Lässt sich nicht öffnen. Ah, das war ja, das war die. Okay, dann muss das hiermit irgendwie was zu tun haben. Aber hier ist nichts, was ich drücken könnte. Wenn ich hier war. Ach, jetzt auf einmal. Ach so. Ach so, muss ich gedrückt lassen? Cool. Fingerabdruckregistrierung fertig. Das ist doch mal ganz nice. Aber wäre jetzt cool, wenn er meinen echten Fingerabdruck hätte. Aber das ist ja wohl nicht möglich. Okay. Ja, dann darf ich hier jetzt wahrscheinlich... Kann ich jetzt hier meinen Fingerabdruck verwenden? Entriegelt. Okay, Leute, aber was hier? Betreten Sie den Sterilisationsraum einzeln. Mach ich gleich. Was hier abgeht, werden wir im nächsten Part sehen. Bis dann und ciao.